Ach, da sind sie ja. Hallo. Na, lange nicht mehr gehört. Ja, schon ewig her. Na gut, da ist auch immer nur, wenn man streamt, ne, dann irgendwie. Ja. Ach, ja. Alles gut? Ach ja. Was gibt's Neues? Man lebt, sagen wir es mal so. Ja, schlaf schön, Tauri. Komm gut hoch morgen. Viel Spaß in der Schule. Und eine gute Nacht. Viel Spaß in der Schule, der war gut. Also ich fand Schule immer besser als Arbeiten. Ja. Obwohl die Arbeitsstelle, die ich jetzt habe, ist auch gut. Aber in der Schule konntest du schlafen, vor allem in der Berufsschule. Ja. Das war noch schöne Zeiten. Na, okay. Da waren wir noch jung. Vor allem, wenn die Lehrer einen auch noch schlafen lassen haben. Ja. Obwohl, ich muss überlegen, in meiner ersten Ausbildung, die Berufsschule, die war klasse. Also ich hatte zwei super Sitznachbarn. Links eine Freundin, rechts ein Kumpel. Und oh, ich habe mich immer Schrott gelacht. Also das war eine coole Klasse. So typisch Landkinder. Es war echt angenehm. Mit meiner Klasse hatte ich damals nicht so das Glück. Waren das Stadt- oder Landkinder? Sowohl als auch, aber 90% waren Idioten. Na, ja, kann ich. Ja, Landkinder sind manchmal, finde ich, noch ein bisschen besser erzogen statt Stadtkinder. Oha, was soll das denn heißen? Also meine Erfahrung, die Landkinder, die haben weniger gelästert und die in der Stadt, die sind alle so Lästertanten. Tratsch hier und da. Das wären Stadtkinder immer so Unmenschen, weißt du? Ich bin doch selber ein Stadtmensch. So war mein Empfinden da. Naja, waren jetzt nur zwei Klassen, die ich gerade vergleiche. Aber am besten war Abendschule. Wie geht abends? Ja, 3 Stunden immer nur. Montags, Dienstag, also montags bis donnerstags, 4 Tage nur. Boah, nee. Ich könnte mich abends nie aufraffen, nochmal zur Schule zu gehen, wenn der Tag schon fast rum ist. Das war die geilste Zeit, Abendschule. Falls ich mein Techniker mache, mache ich das wahrscheinlich über Abendschule immer auch, ey, oder Fernstudium. Mir hat dann abends schon mein Rechtschreibkurs nachgeholt. War auch immer noch von 18 bis 9, also 3 Stunden und richtig, richtig chillig. Und dann war ich bei meiner Cousine, später da berufliches Gymnasium, Gott. Nee. Das ging gar nicht. Also die Leute, ich kam mit den Leuten dann. Aber ich war auch die Älteste, weil ich den falschen Zweig gewählt habe. Na, wie auch immer. So, warum dauert das so lange? Du hast Level 8. Du bist ja ganz schön gut in dem Spiel. Ja, ich spiele halt einmal die Woche, ne? Einmal im Stream, am Sonntag immer. Ja. Seit kurzem. Na toll, dann kriegen wir jetzt bestimmt irgend so einen Overkill. seit kurzem weiß ich erst, wofür diese Zahl da oben steht, deswegen. Das hat nämlich hier Noobie erklärt oder Noobmaster. Ja, DBD mag das ja sowieso mit ihrer Levelei. Man sieht, dass die Charaktere Stufen haben, man selber hat einen Überleben und einen Killerrang, man hat jetzt noch eine Spielerstufe. Kann sie bestimmt irgendwann noch eine vierte dazu dichten. Ja. Aber die Lobbysuche funktioniert immer noch top, wie man sieht. Ja. Ja. Da hat sich noch nichts geändert. Das habe ich auch schon öfter gehört. Sollst du auf die Gamescom, Jason? Dieses Jahr leider nicht, ne. Okay. Wahrscheinlich erst wieder nächstes. War da noch nie. Aber ich wusste, dass du mal dahin gehst. Es lohnt sich aber auch nur Dienstag, Mittwoch wirklich. Den Rest kannst du knicken, so überfüllt wie das ist. Ja. So, außer man mag Menschenmengen, aber ich glaube, das tun die meisten nicht. Nee, außer Cosplayer-Menschenmengen. Das ist okay. Ja, also wie gesagt, ich gehe mal noch Japan-Tag nur und so. So Gamescom auch mal reizt, aber das ist so warm. Also erstmal teuer, viel teurer als Düsseldorf, finde ich. Zur Gamescom-Zeit, die Hotel und alles. Und das ist einfach meistens im August zu warm. Also ich habe einmal einen Sommer unten in Düsseldorf verbracht, nie wieder. Also da ist es ja noch, also hier angenehmer im Norden. Wenn du noch ein bisschen eine Brise hast, ne, vom Meer. Ja. Also wenn du da tatsächlich nur als Besucher bist auf der Gamescom, das
hältst du nicht mehr als einen Tag aus da. Oh Gott, ich würde da, keine Ahnung, mich zu Tode schwitzen, ey. Wieder 40 Grad oder so haben. Ja, boah. Vor allem hast du da ja so als normale Besucher keinen Rückziehort. Ja, so was, wir können da meistens ja noch, am Dienstag haben wir ja sowieso unsere Ruhe und am Mittwoch kann man dann zumindest nochmal in die Business Area, aber als Besucher, ich würde als Besucher da also nicht hingehen. Oh, das war eine Stunde. Oh, ja. Ja, nice. Kurz und knackig. Ja. Das hat schnell gemerkt, der hatte wohl keine Lust. Oder woran liegt das immer? Internetprobleme vom Killer, oder? Es kann gut sein, ja. So. Nächster Versuch. Also haben wir das weg. Mein Chef fährt jedes Jahr immer auf die Gamescom. Der nimmt sich immer extra frei. Sehr cool. Sehr coolen Chef. Wird man vermuten noch recht jung denn, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist jetzt auch 40 geworden. Ja, da sind einige Ältere, vor allem halt im geschäftlichen Bereich dann sowieso. Jetzt sind Käufer und Verkäufer. Mhm. So, ja, er hat auch irgendwie jegliche Konsolen und sammelt halt Star Wars und so, eigentlich ganz entspannt. Wir haben auch schon zusammen gezockt. Cool. So, nächste Runde, nächstes Glück. Aber Hunde schlafen, wenn die schlafen, sind immer deren Augen so halbwegs noch offen, ne? Ach ja. Habt ihr Haustiere? Nee, ne? Ein paar. Zwei Katzen, ein Hund. Ach stimmt, du hast eine Schildkröte. Katzen. Ja, eine Schildkröte. Zwei sogar. Was? Oha. Süß. Ich hatte mal einen Kater. Oh, der lebt jetzt bei Mutti. Mhm. Ja gut, aber du hast auch gar keine Zeit für ein Haustier, ne? Na, nichts. Auf jeden Fall nicht für was Großes. Meine Freundin will immer noch einen Hasen haben oder so. Hattest du, glaube ich, mal erzählt. Ist bei mir aber auch schwierig wegen Heuschnupfen. Es gibt schon echt süße Hasen. Ja, sie will so ein Zwergwitter oder was weiß ich haben, aber... Ja, hatten wir auch mal. Sie hatte auch schon irgendwie Hasen, Hund, quasi eine Katze, aber weiß ich nicht. Alles dabei. Denn dann will man sich auch um die Tiere kümmern und Zeit haben und so. Ja, ja eben. Ich hätte auch ganz gerne einen Hund, aber wenn der vormittags nur zu Hause rumhängt, ist auch schon nicht so schön. Nimmst du so einen kleinen Chihuahua und kannst ihn in der Tasche überall mit hinnehmen. Als Handwerker. Jo, das ist mein Chihuahua. Moin. Wollen Sie kurz mit ihm Gassi gehen? Gar kein Problem. Ich brauche hier 4 Stunden. Also ruhig große Runde. Ja, wir haben ja einen Chihuahua. Aber mit Volunka-Mix noch. Die mal auf ihren Fingern kauen, die oder der Charakter. Ja, die haben Hunger. Ach, ja. Kleine Trethupe hast du. Kleiner Stinker. Das anscheinend auch. Warum stinkt der eigentlich so? Das liegt, glaube ich, am Trockenfutter, dass glaube ich Muschel oder so sind da mit drin. Aber deswegen stinkt er ganz schön, das. Die Hunde von Freunden von mir haben immer Frischfleisch bekommen und so. Oh, also oder so Barfen, ne? Ja, genau. Ja, das ist... Aber dann nochmal irgendwie so ein Stück Lunge und... Ach, hey. Dann isst du daneben und denkst so, leer. Gönn dir.
Für die extra so, Würze. Ja. Ein kleines Mädchen schreien halt, ich weiß. Okay, ach so, ja. Hm. Wenigstens kann ich unsere Nachbarn jetzt auch mal abfangen. Naja, also ich würde auch aber gerne nicht mal Horrorspiele, aber es geht nicht wegen meiner Mutter. Die beschwert sich. Ich hatte einmal Amnesia versucht, ich habe da rumgeschrien, also ging da nicht mehr. Und dann hatte ich mal versucht, wie heißt das? Outlast? Das Spiel ging nicht, ich hatte zu viel Angst. Das ist... Du musst ja so einen isolierten Helm aufsetzen oder so, damit ich dann nicht so schreien hört. Ja, einen kleinen Knebel im Mund. Ja, oder so. Das wäre dann... Ich weiß ja noch nicht, ob du mit so einem Knebel auf Twitch streamen dürftest. Nee, das glaube ich nicht. Das tote Pferd lebt. Ja, ach, die Map ist das. Ach, herrje, sind wir bei Saw? Ja. Ich bin dann tot. Warte, was denn? Oh mein Gott, das ist hier Edward mit den Scherenhänden. Ah, nee! Hä? Achso, ich dachte. Ja, stimmt. Ich war erst bei Saw. Ah, nee, das ist Freddy. Ja, Freddy Krüger. Oh. So. Das ist auch. Das ging schnell. Ey, ich war nicht mal die Erste. Dann merkt, ich hab's drauf. Wo ist hier? Gucken wir den Schrank nach? Doch. Wieso? Gemein. Ich komm wieder. Ja, das ist ja eine gute Runde. Vor allem guck nicht im Schrank nach. Wir gucken ja eigentlich nie. Eigentlich. Kommt schon wieder, ne? Ja, kommt zu dir. Wie die immer so laufen, wenn die dann einen Traum. Der Arsch ist doch schon wieder hinter mir. Oh nein, Alter. Wie kann man denn so hohl sein? Ah, danke schön für deinen Follow. Bruno? Oder wie du genannt werden möchtest? Hallo. Bruno oder wer? Ich kann das gerade nicht. Ich kann mich selber heilen. Ja, Bruno hätte ich jetzt gesagt. Ja, ordentlich am Regnen. Oh nö, jetzt helfe ich dir nicht. Ja, würde ich mich nicht im Schrank verstecken. Schlechte Idee. Dann guck dir bestimmt nach. Kann ich nicht mehr sein. Wir sind zu dritt. Bitte schön. Ich bin gleich wieder tot. Kannst nächste Runde theoretisch mitnehmen. Oh ja, ich höre ihn schon wieder. Hm. Ah, ich hab ihn. Ja, ich auch. Ich habe ihn gesehen. Ich muss mich schon mal ecken. Oh nein. Der ist auf jeden Fall besser als jeder andere Kinder, den wir bis jetzt haben. Hat mich verloren. Ich bin in seiner Traumwelt. Du bist in einer Traumwelt? Ja, wie werde ich denn wieder wach? Wie funktioniert das denn hier? Du musst nicht zwingend wach werden. Achso, ich dachte, man muss dann irgendwie. Nee, das war beim alten Freddy. Oh, da ist er. Oh, ups, hin. Er kommt! Sollt ihr heilen erstmal? Kannst du? Ja, aber muss ich mich nicht wecken? Wie komme ich denn jetzt? Spiel das Spiel. Nee, jetzt wird's mal angezeigt. Nö, du musst nicht mehr. Ich gebe dir gleich die Nummer durch. 0190? Was? Was soll das für eine Nummer durchgehen? Dreimal die 6. Ja, von Steam, diese. Sebastian ist hingefallen. Beim dritten Mal. Ja, dann stimmt. Er campt da jetzt gerade so ein bisschen, ne?
Ey, Banani. Ja, er ist schon wieder bei mir. Diesmal gehe ich drauf. Dann können wir ja weiter. Wo läufst du gerade lang? Ach, da. Oh nö, er kommt schon, wo ist er? I'm dead. Nein. Und das war's. Tschüss. Er kommt. Ich bin schon mal der Erste. Erstmal mehr. Hat auch was. Schönes Herz. La la la, ich hab keine Lust. Scheiße, 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 scheiße. Oh nein. Mein Gott, wo kann man denn hier was runterwerfen? Ich glaub gar nicht. Bei mir? Hier ist nix. Oh, wie er das wusste. Oh Gott. Lauf schneller. Oh, ich lauf in die Arme. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, zwischen uns gibt es ein Problem. Claudette ist meine. Ich kann auch alle Claudette spielen. Oh, oder ich. Das jetzt. Oh, bin ich in-game? Ja, ich hab doch gedrückt. Schon scheinbar wieder nicht. Es nicht. Ich verstehe es nicht. Du musst öfter drücken, ne? Sag mal, wurde das irgendwie umgestellt, auf welcher Taste das bei mir ist? Muss ich mal gucken in Einstellungen. Ärgerlich. Was? Na, er hat den anderen da hinten. Und er bringt ihn runter in den Keller. Ja, super. Ui, da kommt er nicht mehr raus. Ne. Jetzt verzieht er sich noch um. Bist du im Schrank? Ja, bist du. Mal gucken, ob Jason es noch schafft. Und gleich wieder da. Kommt er da in Richtung? Oh, er hat sich umgebracht. Oh, such die Luke, such die Luke. Er hat ja sogar die Karte. Ja, keine Zeit zu lesen. Nicht so eine dolle Karte. Die sagt bei nix wirklich außer Jens, glaube ich. Oh, die Musik auch im Hintergrund, ne? Ah, da bist du ja. Gerade so von hinten eingeschlagen. Das ist ein Arsch, ey. Ah, nochmal fallen. Hallo, falsche Seite. Der Falken ist zu nah. Ja, die sind alle zu nah. Ich find's immer noch fies, dass man jetzt nicht versuchen kann, nochmal sich selbst anzunehmen. Wenn man da ich warte ja nur mal drauf, bis irgend so ein Massenmörder auf die Idee kommt, das einfach mal nachzuspielen, ne? Wieder da. Oh, hast du überlebt? Ich hab's jetzt nicht gesehen, ich hab's geträumt. Nee, hat er nicht. Oh, schade. Ich hab mich doof angestellt. Ich wurde zweimal von Freddy von hinten überrascht. Noch mal. Ich glaube, ich spiel doch wieder den alten Mann, oder? So, wir wollen jetzt erstmal Bruno einladen. Bruno den Bären. Ja. Wo ist denn mein Steam da? Oh, oh. Wie will das hin? So. Alle nix mehr. So, ihr Freundescode. Bitteschön.
So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau. Ist es schlauer als Anfänger, den Soldaten zu spielen? An sich nicht, oder? Keine Ahnung. Was für ein Soldaten? Hier, William Bill Overbeck. Und das ist eigentlich relativ lax. Na, wo ist denn der jetzt? Hier schwer und einfach und keine Ahnung, was steht. Jetzt ist er weg. Hat keine Lust mehr. Ist im Wald gegangen jagen. Ja, hab ich gesehen, muss noch annehmen. So. Mal gucken, ob ich dich jetzt ins Spiel hinzufügen kann. Nö. Da müsst ihr ja nachjoinen können eigentlich. Ja, genau, versuch mal nachzujoinen. Dauert nur so lange, bis mir der Name angezeigt wird. Warte mal, wie hieß das nochmal? Ah, okay. Hallo. 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 Oh, ich kann das Stimme. So. Gut. Dann können wir ja starten. Jupp. Mhm. Mal gucken, ob die Lobbysuche jetzt noch länger dauert als sonst. Stimmt. Ich habe echt das Gefühl, bei DVD funktioniert das so, je voller die Lobby ist, desto länger braucht es, um ein Spiel zu suchen. Ist mir jetzt noch nie so aufgefallen. Aber eigentlich müsste das doch schneller gehen. Wir wollen nur einen Killer. Spielst du eigentlich auch manchmal Killer denn, Jason, oder nur Überlebende? Bis jetzt tatsächlich nur Überlebende, wobei ich mal mir jetzt gedacht habe, bei dem Archivkram, den es ja jetzt gibt, und auch mal irgendwann mal eine Killer-Session zu machen und mich schamlos zu blamieren. Also Killer kann ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich spiele das wahrscheinlich so schlecht, dass ich am Ende mit den Überlebenden zusammen rausrenne. Also bei mir Überleben haben immer alle überlebt. Bei den 3-4 Versuchen, die ich gemacht hatte. Oh, es regnet wieder ordentlich. Ich habe, glaube ich, noch nie Killer gespielt. Das glaube ich auch nicht so meins. Ich glaube, ich probiere das die Tage irgendwie mal. Ich hab da auch drauf. Ja, okay, es dauert echt lange, ne? Hab ich doch gesagt. Die sollten echt irgendwelche Minigames oder so einbauen, damit sie wenigstens beschäftigen können. Scribble-Jo! Mit dem eigenen Blut, ja. Ja, ich habe letztens Scribble-Jo versucht zu streamen, das ging. Geht nicht mehr. Wie geht nicht mehr? Ging nicht irgendwie. Bleibt der Bildschirm schwarz oder wie? Gar nichts, ganz komisch. Weil das war auch, finde ich, auch noch ein Spiel, was immer ganz lustig ist.
Da hatten wir auch schon so lustige Sachen erlebt, echt. Also ich werde nie vergessen, wo einer eine Bürste malen sollte, aber er hat Brüste gelesen. Was? Das werde ich nie vergessen, ich habe so geheult vor Lachen. Die ganze Zeit so Brüste, Brust, Titten und dann, ja, eine Bürste. Oh, so gut, das war so gut. Hätte man sich ja wohl ableiten können, das ist ganz eindeutig. Ja. Dass ihr das nicht erraten habt, also wirklich. So eine. Tja. Peinlich. Na, soll ich mal Killer ausprobieren? Ja. Wenn es schneller geht. Was, da liegt Schnee? Willst du mich verarschen? Nein. Oh, Alter, ich erhänge mich. Also bei uns ist es vorhin auch gehagelt, von daher. Ich gehe morgen nicht zur Arbeit. Ein bisschen Wind. Bestimmt. Das ist... immer noch frei. Ich soll ab Mittwoch eine neue Heizungsanlage einbauen. Ich muss aufs Dach, ey. Mach mal keinen Scheiß jetzt. Nein, Kacke. Oh. Ein Wunder. Sollten wir nicht starten. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, oh. Wie geht das wieder weg? Wie soll was wieder weggehen? Das Spiel kaputt gemacht. Ach, okay, nee. Ich habe irgendwas gedrückt und meine ganzen Fenster waren alle so ganz klein. Okay. Aber alles wieder letztens gut. In der Lobby mit Claudette und alle hatten da diesen Skin von Eden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie auch immer der heißt, dann. Den Skin da. Und da hat einfach einer reingeschrieben: Schoko Gangbang. Oh Gott. Ai, oje. Warum muss ich jetzt an die alte Schokobons-Werbung denken? Irgendwelche Kinder. Ja, gab's das nicht mehr so eine alte Schokobons-Werbung, wo die Kinder gesungen haben, so und so viel Schokobons im Mund und bla bla bla. Was? Irgend sowas gab's in der Richtung. Ich meine schon, warte, lass mich kann mal sein. Hier. Warte, was meinst du? Was haben die gesungen? Irgendwas mit Schokobons im Mund. Sowas wie und schnell in meinem Mund und so ein Zeug. Ja, ja. Genau, ja. Gab's nicht irgendwann mal so eine komische Werbung für Kinderriegel oder so? Die irgendwie ziemlich unangebracht war, oder hast du Duplo? Keine Ahnung. Tja, was wäre für das gewesen? Ja, Duplo war sowieso immer die längste Praline der Welt. Ja. Am besten war doch H&M, wo sie das schwarze Kind irgendwie in so ein Afrika-T-Shirt oder sowas hängt. Oh, das hat mir in der Schule gehabt, das Thema. Was? Richtig nice. Ich hab voll verkannt. Die Asiaten sind generell einfach ein sehr seltsames Volk. Das haben wir, wir hatten ja Thema Werbung in der Schule und dann. Geist. Na super. Wie bitte? Den haben wir. Den Geist leider wieder. Hm. Geisterweise Weihnachten. Oh, er ist hinter mir. Der ist beliebt, ne? Oh, Scheiß. Scheiße, er sieht meine Blutspur, oder? Hör auf zu bluten. Komm mal nicht hin. Das passiert aber bei Frauen einmal im Monat. Oh Gott. Oh Mann, ey. Unfair. Lass mich hier in Ruhe meine Skillchecks machen. Keine Witze mehr. Ich bin konzentriert. Ich bin wieder die Erste. Puh, Glück gehabt, würde ich sagen. Hallo. Ach, fick mich. Ach Gott, renn. Ja, renn mal in die Richtung, das ist okay. Hauptsache nicht zu mir. Ich hab fast meinen Generator fertig. So. Lauf! Lauf! Oh mein Gott! Nice! Du Arschloch! Oh, ihr seid bei mir in der Nähe. Oh nein. War so klar! Wieso sieht er mich denn da? Keine Ahnung, es hat dich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer dich gesehen hat. Ich glaube, er hat irgendwelche Röntgenblick.
Er tot? Kann er tot im Raum stehen? Help! Toll, ich denke nur das zweite Mal, ne? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob die Space-Taste jetzt funktioniert. Ah, jetzt geht's. Weiß nicht. Oh mein Gott. Warum weißt du, dass ich hier war? Der sagt ja, der Schummel. Danke. Ich glaube, der benutzt geheime Software, um uns zu sehen. Weil der hat mich hinter einem Generator versteckt, der hätte mich gar nicht sehen können, hat mich direkt gesehen. Bei mir hat er auch direkt im Standard geguckt, wo ich eben noch drin war. Ja, er hat mich. Oh, okay. Wenn er uns jetzt hier direkt sehen sollte. Hier blockiert mich hier. Ja, komm zurück rein. Ja, klar. Er weiß nicht mehr, wo man ist. Ja, ich renne in den Keller, ist klar. Ist klar. Ja. Also entweder hackt er oder der Dame hat den größten Überbruch. Das war ein kurzes Vergnügen. Ja. Ich komme in den Keller. Du hast aber auch schnell alle vernichtet. Die wir alle? Oder hängen? Ja. Game over. Das war's dann. Ich hau mich selbst zu erlösen, wa? Ja, klar. Lass mich doch einfach freiwilligen. Du wirst aber bestimmt Punkte haben. Ich mag Erdbeereis. Na, ich hätte erst so hin Cookie-Creme-Eis von Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, oder wie das Eis heißt. Bringt das jetzt überhaupt noch was, die Space-Taste zu tun? Ja, du kriegst Punkte fürs jetzt nicht. Ja, genau, so war das. Ich hätte jetzt Nein gesagt bei mir, aber. Fighten. Steht er vor mir, oder? Ja. Ja. So ein Arsch, ey. Oh, mein Finger tut so weh vom Spammen. Ah. Kampf oder was? Oh Gott. Ich benutze meinen Zeigefinger, nicht meinen Mittelfinger. Zweite. Ah, komm schon, komm schon. Die Luke wird jetzt sogar noch eingebaut. Ja, so ich noch zur Luke kommen. Perfekt. Das hatte ich letztens mal gehabt, da wurde ich aufgehangen und die Luke ist genau unter dem Haken aufgegangen. Fast noch, fast noch 900 Punkte. Alle durch oder was? Ja, ne? Das sowieso. So, eine Runde geht noch. Unbekannter Fehler aufgetreten, na dann. Ja, das passiert öfter mal bei den Lobby-Dingern. Nein, ich wollte dich eigentlich nicht das Problem. Lustigerweise kann ich dich da nicht einladen. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, man muss Game neu starten, wenn man irgendein Geld hat. Was will denn Tim sein? Geht das nicht? Mystery Box. Ich kann mal wieder einen Werkzeugkoffer mitnehmen. Wo ist denn die Metallsäge? Eine kleine Handsäge ausgestattet mit einem Ödleicht. Okay, nehmen wir das auch mal mit.
Du beginnst die Prüfung so weit wie möglich mit Pilar entfernt. Ja, das können wir auch tun. Hat sich denn da was zu essen gejagt? Oh, also. Wieso ist jemand? Ja. Ich höre es nicht, weil ich Musik an habe. Tut mir leid. Guten Appetit. Was gibt's denn lecker? Ja, wir haben das uns Center Shock, eine sehr gesunde Ernährung. Deswegen, zu mehr, wenn ich schmatze, die sind sehr sauer. Für alle, die es hören müssen. Manchen gefällt es vielleicht, wenn sie es hören, aber denen ist nicht gefällt. Also, ja. Was ist das denn? Was, ich kenne das nicht. Wie nennt diese sauren Bonbons. Center Shocks nicht? Das ist, Du hattest eine traurige Kindheit. Ja, aber richtig. Center Shocks? Ach, sind das diese Sauerdinger? Ja. Ah, die mochte ich nicht. Wo du dir mindestens 5 in den Mund schieben musstest, und zwar fast so. Soll ich das machen? Wie viel habe ich denn noch übrig? 1, 2, 3. Dann hat er am Ende kein 4. Gesicht mehr, dann zieht sich alles zu einem winzigen Punkt in der Mitte zusammen. Ach, ja, nee, die Luminationsspitze. Ich hab perfekt noch 5 übrig. Soll ich es ausprobieren? Oh Gott. Nein, ich hatte eine Monsterkugel immer. Alle, denen es nicht gefällt, ich werde wahrscheinlich wirklich sehr laut schmatzen. Sabbern. Sabberlätzchen. So. Ich mag irgendwie so saures Zeug. Manchmal. Ja, aber diese Kugeln kennt ihr auch noch, diese Monsterkugeln, ne? Aber die waren nicht sauer. Ja, wie heißt die? Jawbreaker oder so? Jumbo, Jumbo hieß noch irgendwie, oder? Ja, kann gut sein. Jumbo Lollies oder so. Jumbo Pops, nee, keine Ahnung. Weiß nicht. Da gab es noch diese so Muscheln. Stück, sowas drin. Leckmuscheln. Also ich kenne nur diese Jawbreaker, diese riesigen Kugeln, die fast so groß sind wie deine Handfläche. Ja, das sind da auch so Dauerleck-Rutsch-Dinger. Die Monsterkugeln waren schlimm. Oh, er stirbt gerade. Weißt du, was mir jetzt einfällt, Bruno? Du müsstest diese Challenge machen, nicht? Du hast das Gesicht verziehen. Oder da, wo Leute eine Zitrone anlecken oder essen. Und dann dürfen die Gesicht nicht verziehen. Oder Hubba Bubba. Oder wie hieß das? Dieses Kaugummi in der Schneckenform. Bubblegum? Nee. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das war Bubblegum. Das mochte ich nicht, aber meine Schwester hatte das, oder Cousine, die haben versucht, mir die ganze Rolle zu essen. Was? Das mochte ich, das mag ich ja auch immer noch. Boah, so fetter Kaugummi-Klumpen im Mund. Oh, nee. Am besten war dieses Gum-Gum-Zeug außer Tube. Oh, nee. Nee. Oder hier diese Klapp-Lollis. Ah, ja, stimmt. Ja, oder diese Knusper-Dinger, diese dieses... Was? Wo du Lolli hast und dann diesen, was so Mund knistert. Diesen Fuß. Ah, ja, ja, den man so eindippt. Ja, ja. Genau. Und Kaugummi-Zigaretten waren auch früher immer noch toll. Oh, ja, nee, ich mag die Zimt-Zigaretten. Nee, Kaugummi war cooler, da konntest du einmal reinpusten und dann kam mir dieses... Ja, so Zimt raus, genau. Ich hab mir früher mal welche gekauft, da habe ich nicht kapiert, wie es funktioniert. Da habe ich die immer so abgebissen und geguckt, ob da was rauskommt, aber es hat nicht funktioniert. Das war sehr komisch. Was gab's denn noch? Gott. Was hatten wir denn noch alles? Es gab früher mal diese Lollis von Tuber Chips, da war so weiche Füllung drin. Erinnert ihr euch noch an die? Diese Kaugummi-Füllung. Ich hab die geliebt. Echt? Nee. Ja, doch. Natürlich, die konnte man so. Irgendwann hatte man die so weit, dass man die aufbeißen konnte, dann hat man dann diese Kaugummi-Füllung drin gehabt. Ja. Sehr schön. Nee, mir fällen jetzt nur neuere Sachen ein. So ganz von damals, weiß ich gar nicht mehr. Was ich damals immer noch von meinem Opa gekriegt habe, so typisch traditionell in Anführungszeichen, war Werthers Original. Oh ja, stimmt, ja genau. Kann ich schon im Hals stecken bleiben. Was ist das? Ja. Hast du gefragt, was ist das? Ja, ja. Das sind so Karamellbonbons. Ganz harte und die schluckt man gerne. Perfekt. Die schluckt man gerne.
Ich weiß nicht, ich war da kein Fan von. Oma hatte immer Zitronenbonbons für mich im Auto, das war besser. Oder kennt ihr noch diese typischen Keksdosen mit diesem ganz normalen Keksgebäck, was heute jeder irgendwie verwendet hat für Schrauben und so einen ganzen Scheiß? Ja, normal. Blechdosen hatten. Ja. Die Kekse waren immer als erstes weg bei Oma. Puh, ein Wunder. Also meine Oma durfte immer nicht oben in meinem Zimmer essen und deswegen habe ich dann Essen hochgeschmuggelt. Unter dem Bett versteckt. Jetzt mal eine blöde Frage, ne? Wofür ist der Metallkasten in meiner Hand da? Um Schneider zu reparieren. Genau. Oder sabotieren, je nachdem. Ich hab keinen dabei. Ach stimmt, man kann die Haken ja auch kaputt machen. Oh, ja. Genau. Kann man das nur mit dem Kasten? Ja. Es gibt leider noch keinen übergewichtigen Überlebenden, der darunter fällt mit dem Haken zusammen. Sehr schön. Sehr witzig. So aufgehängt und dann kippt das Ding so. Kann ich denn nur einen Haken sabotieren oder mehrere? Solange wie der Kasten hält, ne? So. So hält logischerweise nicht ewig. Das ist einfach zu einfach. Jetzt habe ich leider keine Center Shocks mehr. Jetzt musst du wieder hochwürgen, dann kannst du ihn nochmal kauen. Warum hast du mir gesagt? Ja, bei mir ist immer so, Center Shocks sind immer so. Ein ganz kurzer Geschmack und danach schluckt ich sie runter. Das ist irgendwie so. Ich kau die nie lange. Also, Mann, warum hast du gesagt, ich muss 5 auf einmal in den Mund nehmen? Das war scheiße von dir. Einfach nur, weil ich wollte, dass du leidest. Danke. Immer wieder gerne. Ich find's aber unnötig. Also, ich hätte gern einfach so eine. Ah, erinnert ihr euch noch an Melonen-Kaugummis? Oh, ja. Stimmt. Mhm. Melonen. Oder Däumeling-Eis. Oh. Wer ist oder es? Milcheis. Welches? Däumeling-Eis. Das könnte Dr. Edgar sein. Flugfinger, ja, okay. Flugfinger kennt man. Ja, es ist Dr. Edgar. Der ist Dr. Edgar. Kratzeis. Oh ja, Kratzeis. Da hingen wir mal. 50. Oh, fuck. Oh mein Gott, was war das? Direkt bei mir. Oder dieses Wassereis in der. Dieses kleine Wassereis in der Packung. Warum hab ich so. Warum hab ich so. Das. Ja, das ist der Doktor. Ey, ich konnte nicht durchkriegen, Klettermann. Oh, hab ich mich erschrocken. Gänsehaut. Die Kratzei 50 Cent und saßen wir alle da und hingen hier unten mit dem Kratzeis. In der Schule früher immer, ich brauch Hilfe. Bitte, kann ich mir nicht anlegen. Naschi-Tüten. Ah, die man sich zusammenstellen manchmal. Noch, ne? Ja, genau, diese kleinen Schülchen, die Gummischülchen da. Unten. Ja, Heubrause. Oh mein Gott, der steht vorne. Heubrause, ja, dann ist das auf die Kinder, die auf die Idee gekommen sind, da Heubrause zu knüpfen. Boah. Das haben wir mit einer Freundin von uns von mir abgezogen. So eine Kindheit hatte ich nicht. Dann schön Cola hinterher trinken, aber richtig schnell. Dazu noch Mentos. Geh doch nicht auf mich, du Arschloch, Mann. Ganzes Brausepulver kann durch die Nase durch. Aber am besten ist immer noch von Oma, wenn sie Kuchen backt, die Schüssel aufschlecken. Ja. Ja. Den Mixstab. Ja, genau. Oma, mal so, wenn sie mir ja auch mal heute. Müsst ihr aufschlecken? Ich so, ja. Und dann die danach zieht ja, Schüssel aber aus. Das ist mir immer ziemlich schnell schlecht geworden. Nee, mir nicht. Was passiert, wenn er so neben mir steht auf einmal? Ja, das ist ein Abbild von ihm. Damit kann er sich theoretisch entdecken. Also, bitte, wenn er sieht, wo ein Abbild von ihm auftaucht. Dann kann sich denken, dass es da ist. Wie wäre die erste? Ach ja, genau, beruhigen musst du dich erstmal, wenn du auf Stufe 3 bist. Ist da ein schönes Kissen? Wo haben wir denn überhaupt her, denn wir das Bett hinhauen? Ich glaube, der hat Barbecue. Ich brauch auch gar nicht den Kuchen backen, ich will auch einfach den rohen Teig zu essen. Ja. Das ist Barbecue. Wenn er da jemanden auffängt, dann kann er alle, die außerhalb des Terrorradius sind, sehen für 5 Sekunden oder so. Warum kommt der Arsch immer zu mir, Mann? Was hast du denn?
Habst du irgendwie ein... Ey! Thank you. Dass überall immer hier sein Abbild auftaucht, ey. Immer diese Zollliebe für Claudette. Muss ich mehr schleichen, oder? Ich muss wieder kämpfen. Nein, was war das? Habt ihr gerade gehört, wie ich die Taste gespammt habe? Ja. Ging das wieder nicht? Ich bin gestorben. Ist ja, achso, ach ja, oh, sorry. Meine hat Kopfhörer ist. Das ging bei mir aber auch nicht. So, wie decke ich mich denn auf? Der muss einfach hinhocken und dann kurz machen. Und dann snap out of it. Oh nee, macht's ja nicht. Oh, hallo. Ach, Franklin ist da auch noch dabei, na geil. Ein schöner Koffer. Danke. Bitte? Gott, da hat er ernsthaft daneben. Ich hab mal das selbst schon. Ich hätte wieder nichts von uns machen. Das kann er halt vor. Oh lol. Ich muss die Kopfschmerzen besiegen, bevor ich hier weiter. Einfach mal kurz ein Skill. Das kann man nicht selber oder was. Hilfst du das erste Mal, Jason? Jo. Ich kann den Koffer auch da aufheben, dann ich bin schneller. So, ich hole mal Jason unten. Ich versuche ihn hier abzulenken, da kommt er eh noch. Oh, fuck. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Da, hinter mir. Oh nein. Lauf. Mach hier einfach weiter. Schneller. Ich länger hänge ich. Wieso kann ich da nicht runterspringen? Hey, wo ist er denn jetzt? Ich dachte, er war da. Nein. Ja, beruhig dich. Alles wird gut. So, scheiße, ich glaube, es geht jetzt wieder, ne? Wenn er hinter mir ist. Nö, nee, mach. Oder wie ich kann. Was ist hinter mir? Ich bin vor der zweiten Phase noch unten, wenn ich ja noch mal hängen zu machen. Wie geht oh, ich liege. Ich hau auch einen random auf den Rücken. Ich hab mich doch gerade beruhigt und schon wieder, oder? Hm. Oh Mann. Scheiße. Ich will die ganze Zeit den Herz schlagen. Ich hab mich freigewiggelt und gleich liege ich wieder. Oh, Mensch. Oh, scheiße. Oh, Mann. Dann geht der immer zuerst auf die Claudette. Voll die Scheiße. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Lass mal auf. Hä? Jetzt. Was war das denn jetzt? Gerade nicht so okay, geil. Ja? Ich konnte nicht überspringen. Ja, ich hab's gesehen. Wie er dich gelassen hat. Musst du Checks aber auch treffen. Ich versuch's. Ja, nix. Der kommt zu euch, der kommt zu euch, der kommt zu euch. Hallo, Hilfe. Er hat dich. Oh. Ja. Achso, ich liege nicht, ich dachte, ich hänge. Der sammelt Punkte, oder? Ich glaub schon. Toll. Mich hat der instant getötet. Weiß ich nicht. Jetzt bin
Wie, er ist auf Stufe 3 gekommen, ey, ich glaub's nicht. Der lässt sich hier in den Punkt, oder? Ja. Du kannst gehen, der lässt dich, oder? Er sieht eher nicht danach aus, oder? Oh, ich glaube, er lässt die Freiwege. Ja, super. Ich soll auch Freiwege lassen. Was? Oh! Oh! Ja, super, ich bin ja Sackkasse drauf. Warum bin ich der Einzige, der sterben muss? Das ist so unfair. Du bist der Quotenschwarze. Danke, so. Ich bin aber nicht der einzige Schwarze. Warum ist nicht so? Nee. Doch. Das ist doch nervig, wieso? Erinnert ihr euch noch an Frucht-Mentos? Frucht-Mentos? Ja, hä? Mentos, mit Fruchtgeschmack. So, ob wir das kennen? Also ich dachte, das war jetzt eine Bezeichnung im Game. Nein, hä? Encounter ist halt irgendwas Banane genannt, ja? Ja, ja. Genannt. Kannst du mir ja mal ein Fruchtmentos anbieten? Vielleicht lässt du dich dann in Ruhe. Ja, die kennen wir auch. Mir reicht's. Ich bin jetzt in meinem Schrank und ich komme nicht mehr raus. So. Du musst aber aufpassen, nicht, dass die Krähen kommen. Hallo. Oh, Mann. Warum muss ich denn sterben? Ich habe so oft diese Space-Taste gespammt, das ist so lächerlich. Das war das erste, was ich abgeändert habe, Space auf Q umändern, damit ich... Weil die Space-Taste, habe ich das Gefühl, die setzt teilweise aus bei sowas. Ja, das habe ich auch gemacht. Außerdem ist sie tierisch laut. Ich war nicht schon wieder... Nee, wie war er? Da. Warum sagst du nicht, Jason, dass du da unten liegst? Ich hab mich erstmal recovered. Ich lieg hier unten. Ich bin auf dem Weg. Du bist eine Raupe. Ja. Oh, er haut gegen das Ding, ich glaub's nicht. Und SL, weißt du die Geste? Kennst du die? Er haut eine Raupe. Nee, ich glaub nicht. Was? Raupe. Ja, genau, okay, kennst du noch, ne? Timo, ja. Ja, ich verwechsel, ich darf mir mal keine R-Namen sagen, dann doch, oder? Ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr abdenken. Was willst du denn die ganze Zeit im Keller? Ich wollte eine Kiste aufmachen. Achso, okay. Da wollte ich sie wieder zurück. Ja. So, was machen wir jetzt? Wir machen einen Generator und. Ja, aber das schaffen wir nicht. Wir tanken. Ja, guck den Schrank, ich glaub's nicht. Du warst zu lange vielleicht, oder? Nö, ich hab ja Generator, der lässt mich liegen, ernsthaft. Ja, irgendwie spielt er irgendwas anderes. Vielleicht will er uns noch Chance geben, ich hab keine Ahnung. Ja, er hat Mitleid. Was ist das denn jetzt? Ich bin so schlecht, also komm. Eine Vorhersage, schaffen wir das noch oder nicht? Ich stehe gleich auf, wer auch immer zu mir kommt. Ich bin offen. Achso. Sorry. Ich bin schon wieder so unmotiviert, weil ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich gebe immer schnell auf. Ja, theoretisch schwer beschwingst du. Ja, das ist eh was. Das ist seine Absicht. Ich bin eher, dass wir gewinnen. Ah! Weil wir so lange mit uns spielen, dass wir. Hat auch irgendeine psychische Krankheit? Verurteil die nein. Nicht? Kann auch nichts dafür. So, warum muss ich nicht? Ich helfe dir. Oder auch nicht. Eher nicht. Er hat mich nicht gesehen. Was
Ja, nee, ist klar. Ich laufe wieder direkt in die Arme. Das habe ich auch oft gemacht. Ja, lässt mich bei dem toten Horst liegen. Boah, das hat ein drittes Auge. Ist das widerlich. Ach, du liegst... Ah, nee, du liegst. Ja, aber ist bei mir, das macht keinen Sinn. Wie oft kann man denn mit mir liegen? Das ist ja nur zum Dauerspiel. Ja, so lange wie man machen kann. Ja. Im Abschluss hat jetzt bisher alle seine Punkte verlassen. Ja, ich merke das schon. Ja. Steht euch auch. Steht euch auch. Dann müssen wir abhauen. Du bist hier abhauen. Ja, ich merke das schon. Scheiße. Achso, ich dachte, da kann ich nicht gehen. Kannst du aber anders hin. Hier mit Jason, nochmal die Lücke. Ich glaube, wenn nur noch zwei übrig sind, erscheinen sie. Echt? Auf geht's ja, wenn man letzter ist. Sowas, glaube ich, war das. Er macht das Ding immer wieder auf Null zurück, ich glaub's nicht. Aber der ist echt nervig, der Krieger. Bisschen. Haben wir jetzt eigentlich nicht gewonnen, aber er muss seine Punkte will. Oh, was hat das für ein Geräusch? Lauf, 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 lauf. Ich lauf. Kommt hier, läuft hier hinter mir. Ja. Aber was macht Jason überhaupt? Das hier. Achso, ja, das sollten wir auch mal machen. Gute Idee. Ich versuch's die ganze Zeit. Das macht keinen Spaß, wenn er uns verarscht. Ah! Oh, jetzt steht sein Bild hier wieder. Am wenigsten Spaß macht es eindeutig mir. Ich soll mir einfach noch zugucken. Oh. Mhm. Ach, du bist schon tot, ne? Mhm. Ich hätte euch sterben lassen, wie unfair. Ja. Der richtige Anti-Nate. Oh. Hallo, darf ich das mal vielleicht hacken? Oh, er folgt mir dann auch gar nicht, ne? Na gut, ich meine, ist ja nicht schlimm. Oh, Alter, er geht mir so auf den Sack, ne? Ich muss nur mehr von diesen Toten zerstören. Das ist halt ein Hörkopf, ne? Das wird so langsam heilen. Achso, nee, ich könnte ja gar nicht selbst heilen. Oh, jetzt kommt der hier wieder. Das ist so schön. Eigenes Ding gerade, ne? Oh, ich versuche mal ein bisschen zu kriegen. Ich glaube, ich glaub, die einfach nur noch Stumpf abzulenken. Die Lücke spawnt erst ab einer gewissen Generatorenanzahl, weil wir noch zwei übrig sind. Jetzt habe ich vergangen. Oh.
Oh, sehr schön. Oh, oh. Versuche auch noch schnell gerne was zu machen. Oha. Ja, ich hab den Gen vor seiner Nase angemacht. Das war da wohl nicht so toll. Komm jetzt bitte nicht zu mir. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich hab gleich einen Generator fertig. Oder auch nicht, du Arsch. Mann, ich war noch nicht fertig. Lauf, 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 lauf. Oh, das sieht er nicht, oder? Er sieht meine Spur. Ja, er guckt rein. Ja, war klar. Oh Mann. Ich denke manchmal, weil das so dummes Versteck ist, gucken wir nicht. Oh, 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 lauf! Lauf! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Okay, er ist schon wieder weg. Er geht wahrscheinlich wieder die Gens ab, die noch da sind. Deswegen kommt er immer zu meinem scheiß Motor. Generator da fertig kriegen. Kommt schon wieder her. Was ist denn mit Gen gemeint? Generator. Scheiße. Rennt die Dinger ab. Da ist er wieder. Nein, nein. Lauf schneller. Oh, jetzt macht er ihn schon wieder kaputt. Mit anderen. Der ist bei der Hälfte. Macht die ja immer kaputt. Sau. Ich glaube, die sind recht schnell hier gerade. Vielleicht die Hälfte. Kommt eh gleich wieder her. Kann sie drehen, wir schaffen das. Ich glaube, wenn wir alle hängen, sind wir tot, ne? Also, das sind wir alle tot, das zweite Mal. Das hast du gut erfasst, dass wir, wenn wir alle hängen, tot sind. Weil dann kann ja, keiner mehr kommen. Ja, nein, ich meine, dass wir alle schon bei der 3 denn sind. Beim dritten Mal. Nee, ich glaube ich nicht. Oder doch? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon hänge. Nee, ich glaube nicht. Ich hänge aber bis jetzt auch noch nicht. Ich habe mich immer rausgewiggelt. Wo ist denn? Ja, den Schrank. So, ich bin fertig. Ach, leck mich. Jetzt bin ich fertig. Schnell weg hier, wo ist dein Ausgang? Da, oh, ich hab in die falsche Richtung. Ich such die Luke. Aber rein theoretisch gibt's für uns ja auch gute Punkte da, ne? Ja. Jetzt ist so die Frage, ob er uns rauslässt. Da ja, bestimmt nicht. Aber ich hätte jetzt schon mal weggezogen. Ja. Arsch, ey. Der ist jetzt schön. Ist die Luke? Ach, er hat ihn selbst aufgemacht.
wie was selbst aufgemacht. Er hat mich weggezogen vom Ausgang und hat ihn selber aufgemacht. Warum? Deshalb kann er den jetzt selber aufmachen? Er kann entweder am Ende eine Luke aufmachen oder einen Ausgang. Damit er das Endgame anfängt. Wieso kann so, denn ich, ich muss rennen, ich muss rennen. Eine Tür ist offen. Lauf, lauf. Katze, das war's. Das hätte ich nicht gedacht, dass er uns überleben lässt. Und er hat auch genug Punkte, ey, ganz im Ernst. Kannst du noch heilen, wenn du willst, dann kriegst du noch ein paar. Das war auch reine Punktemacherei hier. Ja. Jo. Das war ein typisches Farming. Bruno hat gar keinen Bock mehr. Er hat nicht mehr mehr zu. Lass mich nicht heilen! Das will er nicht mehr. Mein Arsch, ey. Okay, aber naja, gut. Ja, gut läuft, ne? 25.000 Punkte insgesamt. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Ich weiß nicht. Was langt denn auch? Du hast auf jeden Fall viel Zuschauer. Ja, ich mach jetzt auch aus bei 0 Uhr. Ich hätte eigentlich mal Lust auf Sims, aber gleich mal. Wir haben schon 0, ach du Scheiße. Ja, es ist ja richtig. Die Runde hat sich ja echt gezogen bis zum geht nicht mehr. Ja, sag ich doch. Frag doch gerade, wie lange das gedauert hat. Echt? Der Killer jetzt, oder was? Ja. Hä, wo, wie kannst du denn mit dem Killer schreiben? Oh, der hat eine Endcard noch. Achso, oh nein. Ja gut. Das war ein sehr spektakuläres Ende. Aber ich fand's lustig. Also, am Ende. Ich bin jetzt erstmal weg, ne? Ja, wir auch. Jo, Tito. Ebenso. Schlaf schön.